Ich habe zu der Patientin so ein grobes Bild im Kopf. Ich weiß, dass sie weiblich ist und ich weiß, dass sie ungefähr so alt ist wie meine Mutter. Irgendwie hat sie in meinem Kopf kurze Haare, ist nicht viel größer als ich und sie heißt Eloise. Hi, ich bin Maren und das ist meine Story. Ich bin gerne in Gesellschaft und ich esse gerne und ich koche gerne, deswegen koche ich gerne mit Freunden. Ich ernähre mich vegan seit 2016, würde ich sagen. Es war nicht so, dass ich sage, es war genau der Tag, sondern es war eher ein fließender Übergang. Dann war es so, manche Sachen konnte ich schneller weglassen, manche haben sich irgendwie nochmal in meine Ernährung geschlichen. Und so ein Wocheneinkauf bei mir ist klassisch gar nicht so ein Wocheneinkauf, sondern ich gehe wahrscheinlich irgendwie mehrmals die Woche und ziehe los. Und bei mir im Viertel ist auch immer Markt. Da kann man eigentlich alles an frischem Gemüse und Obst auch immer vor allen Dingen gut kaufen. Zum ersten Mal von der DKMS gehört, war, glaube ich, mehr gelesen und das war so über Social Media und habe mich dann 2011 über einen allgemeinen Aufruf registriert. Also ich habe mich dann vor der Registrierung natürlich auf der Homepage vor allen Dingen informiert. Da findet man ja auch alle möglichen Informationen oder zumindest Ansprechpartner, bei denen man dann die Informationen finden kann. Und deswegen hat mir dann bei der Registrierung eigentlich keine Information mehr gefehlt. Als der Anruf kam, dass ich eventuell als Spenderin in Frage komme, war ich gerade bei meinem Papa zu Hause. Und ich weiß noch, dass ich genau in meinem Kinderzimmer saß und irgendwie gerade eigentlich sogar auf dem Sprung war. Und dann die Mitarbeiterin von der DKMS angerufen hat und gefragt hat, ob ich noch theoretisch zur Verfügung stehe für eine Spende. Das Gefühl, das ich hatte, als ich von der DKMS kontaktiert wurde, ist super aufgeregt, weil ich nicht weiß, was genau auf mich zukommt. Aber auf der anderen Seite habe ich es halt auch nicht hinterfragt, weil ich bei der Registrierung überzeugt war, dass ich das machen würde. In meiner Freizeit bin ich gerne mit Freundinnen und Freunden unterwegs. Ich mache gerne Sport, ich laufe gerne, habe jetzt 10 Jahre in einer Showtanzgruppe getanzt. Ich fahre gerne Inlineskates und das schon ziemlich lange. Ich habe früher mit meiner Schwester und unserer Nachbarin immer so Touren erst nur durchs Dorf, dann natürlich ums Dorf rum und so, genau, gemacht. Vor allen Dingen abends irgendwie, wenn man nochmal eine Runde raus will. Meine Schwester ist 2,5 Jahre jünger als ich. Wir sind zwar eigentlich relativ unterschiedliche Typen, aber haben trotzdem irgendwie viele Gemeinsamkeiten. Genau, wir gehen beide gerne raus, wir fahren manchmal auch gern zusammen in Urlaub, wir kochen zusammen, wir fahren zusammen ins Stadion, wir tanzen, haben zusammen getanzt. Obwohl ich nicht weit von der Entnahmeklinik gewohnt habe, war meine Angst, was ist, wenn die Bahn ausfällt, mein Fahrrad hat einen Platten, mein Auto bleibt liegen irgendwie, keine Ahnung, und ich komme da nicht an. Wenn ich nicht pünktlich zum Spendetermin gekommen wäre, dann hätten wir vermutlich die Spende so auch nicht durchführen können. Und es wäre vermutlich extrem problematisch geworden, weil wenn ich nicht spende, dann bekommt ja auch der Patient oder die Patientin die Stammzellen nicht pünktlich. Ich habe mir dann tatsächlich einfach 37 Wecker gestellt, bin einfach viel zu früh losgefahren und dann hat es am Ende gepasst. Mein Leben hat sich durch die Spende insofern verändert, würde ich sagen, als dass ich halt viel mehr Menschen darauf aufmerksam mache, dass es die DKMS gibt und was die für eine Arbeit leistet. Und auf der anderen Seite hat sich mein Leben dadurch verändert, weil ich als Werkstudentin bei der DKMS angefangen habe, im Team Spender Neugewinnung und dort Registrierungsaktionen gemacht habe, bei denen sich halt noch mehr Menschen registrieren lassen können. Der emotionalste Moment in meiner Geschichte als Spenderin ist, glaube ich, der Moment, in dem ich den Brief in der Hand hatte, dass das mit der Transplantation funktioniert hat. Ich habe mit der Information nicht gerechnet, weil das in Frankreich nicht erlaubt ist. Und ein Jahr nach der Spende habe ich dann tatsächlich trotzdem einen Brief bekommen, dass die DKMS sich dafür eingesetzt hat, dass es wenigstens eine einmalige Information gibt. Und die Information war dann, dass es der Patientin gut geht. Das war schon besonders. Das war meine Story. Wenn du noch mehr Stories sehen willst, dann klicke hier. Wenn du selbst Geschichte schreiben willst, dann klicke hier und registriere dich jetzt als Stammzellspender.